Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute geht es nun um die Lösung der Münzeingabe. Beim letzten Mal haben wir uns ja schon die Lösung der ersten vier Geldstücke angeschaut. Und dort haben wir das entsprechend so gemacht, dass wir jetzt in der Lage sind, unsere Münzen einzeln zu erkennen. Das heißt, wir können erkennen, ob eine Münze mit einem Cent dort eingeworfen wurde, unabhängig davon, ob auch weitere Münzen eingeworfen worden sind. Beim letzten Mal haben wir das für die ersten vier Münzen gemacht und ihr solltet die nächsten Münzen auch einmal programmieren. Und ich möchte die Lösung heute mal kurz darstellen. Also das sind die, ist die Lösung der ersten vier Münzen. Und entsprechend weiter geht es dann mit dem 20-Cent-Stück. Bei dem 20-Cent-Stück ist die ist das fünfte Bit von rechts gesetzt, also alle Bits des zweiten Nibbles sind 0 und das niederwertigste Bit des ersten Nibbles ist auf 1 gesetzt und das müssen wir entsprechend dann auswerten. Das heißt, wir schauen nach, ist dieses eine Bit in dem Port gesetzt und wenn ja, dann erhöhen wir den Betrag um diese 20 Cent. Und setzen dann letztendlich genau dieses eine Bit auch zurück. Das heißt, unser Port 1 wird unverknüpft mit EF und das Ergebnis wird dann anschließend wieder in den Port 1 geschrieben. Ich schreibe nochmal hin, was EF entspricht. Entspricht. Das E ist 1, 2, 3 und dann eine 0. Und das F ist 1, 2, 3, 4 mal die 1. Das heißt, wir verknüpfen unseren Port genau mit dieser Maske, setzen also genau dieses Bit gleich 0 und schreiben das Ergebnis dann wieder in den Port 1. Genau das gleiche für das 50-Cent-Stück. Da ist letztendlich dieses Bit hier gesetzt und wir müssen also den Port 1 mit 0x20 verunden, um zu erkennen, ob dieses eine Bit gesetzt worden ist oder nicht. Und wenn es gesetzt worden ist, dann erhöhen wir den Betrag um 50 Cent und löschen dann letztendlich dieses eine Bit. Und genauso verfahren wir dann auch mit diesen anderen beiden Bits. Den Code für diese If-Abfragen, den kopiere ich gleich nochmal unter das Video, sodass ihr das zu Hause mal vergleichen könnt. Eine kurze Aussicht auf das nächste Video in der nächsten Woche. Was auffällt, wir machen im Prinzip für jede Münze fast das Gleiche. Das heißt, jedes Mal gucken wir nach, ist eine Münze eingeworfen worden und dann geben wir, also addieren wir den Betrag, geben den Betrag aktuell aus und setzen ein Bit zurück. Das ist zwar immer ein anderer Betrag und immer ein anderes Bit, trotzdem sehen die Befehle immer ähnlich aus. Und wenn das so ist, dann kann man sowas häufig ausnutzen, indem man für solche Blöcke Funktionen schreibt. Das heißt, man schreibt einmal diese Anweisungen und nutzt diese dann immer wieder. Das heißt, wir müssen einmal den printf-Befehl definieren in so einer Funktion und können dann entsprechend diese Funktion aufrufen. Was wir merken, wenn wir dieses Programm hier schreiben, wir kommen bald an die 2K-Grenze, also wir haben schon 1,9K und das heißt, man versucht den Code für den Mikrocontroller möglichst klein zu halten. Das heißt, wenn man ähnliche oder gleiche Blöcke hat, dann versucht man die in Funktionen abzubilden, die man letztendlich dann nur noch aufrufen muss. Das soll nur ein kleiner Ausblick auf nächste Woche sein. Also das heißt, in der nächsten Woche versuchen wir diese Blöcke in Funktionen abzubilden. Und dazu beginnen wir in der nächsten Woche mit dem Thema Funktionen. Das ist ein bisschen aufwendiger, also wir werden mit Sicherheit zwei, drei oder vielleicht sogar vier Folgen mit den Funktionen verwenden.